Ghostbusters! If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! Hallo! Kuckuck! Benjamin Hans, lol. Vielleicht ist das Hans im Glück? Alter! Alter, war das ekelhaft, so richtig so. Und dann ganz so. Lebst du noch? Der war sehr nah bei mir in der Nähe. Wir können auch sonst losfahren einfach. Nein. Wo bist du? Nein. Anscheinend ist er hier. Ich hab mich in meinem Keller versteckt. Wie Natascha Kampusch. Was? Siehst du hier? Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Nase. Wo bist du? Wie alt bist du? Wer bist du? Was denkst du, wer du bist? Ich würde mich jetzt hier im Schrank verstecken und warten, bis du kommst. War da irgendwas? Mach das mal. Ich höre doch die ganze Zeit irgendetwas. Hör mal, ich klapper mit die Tür. Ich kann den eigentlich auch nicht da alleine lassen. Schnass, Junge. Komm schon ran. Also der ist sehr, sehr inaktiv. Der ist quasi bei Null, die Linie. Jetzt singt er. Ja. Was war meine Geheimwaffe eigentlich? Dein Gesang. Und das Provozieren. Ah ja, genau. Ella Birch, du kleine Nutte. Ich singe jetzt ein Lied extra für dich, du hässliches Stück Scheiße. Ich sing ein Lied für dich und da fragst du mich, ob ich mit dir tanzen gehe. Blau und weiß, wie lieb ich Ruhe dich. Und Frieden. Blau und weiß ist ja die Birch nur, die Ella Birch nur, blau und weiß.
Komm doch mal lieber raus, du hast gleich null. Ein Königreich, machten wir es den Geisterjägern gleich. Wer ab jetzt kriegt Copyrights-Probleme. Geister, die so jung und schön, nicht so wie aller Birch, so jung und schön, müssen alle zeigen, wie gut sie aussehen. Oh, warte mal, jetzt steht's, steigt auf 1. Komm ran, Junge. Und du hast... Aber jetzt, ich bin bereit zu kämpfen. Wo bist du? Wir kämpfen. 6. Ich komm nochmal zurück in den Keller. Wir kämpfen. Schreib ins Buch. Oder bist du zu blöd dafür? Kannst du nicht schreiben, oder was? Schreib mal jetzt eine Geschichte hier rein. Hier ist so Gefriertemperatur. Das heißt, ich weiß, dass du hier unten in diesem Kackraum bist. Kannst du nicht... Das kannst du nicht mehr erzählen hier. Das ist doch... Von vorne bis hinten ist das doch alles Betrug. Zur Bundesnetzagentur schreibe ich. Das tue ich. Umsonst wurde ich hier angerufen. Diese scheiß Betrüger-Telefonate. Enkeltrick war gestern. Jetzt heißt es, gucken Sie mal. Ich hab einen Geist in meinem Haus. 5? Gucken Sie mal das Haus an. Und dann, ja, komm ich hier rein, jetzt wird mir ein Einbruch hier angehängt, oder was? Nee, das ist ein Witz. Wo bist du? Ella Birch, wenn du jetzt nicht rauskommst, dann werde ich hier aber ganz schön fuchsig, ja? Und Englisch? If you don't come out, kommt einfach fuchsig. Ich höre irgendwas, vielleicht sollte ich jetzt rausgehen. Oh, die Tür ist verschlossen, scheiße. Also, falls du hier bist, schreib mal was. Oder malen. Kann ja sein, dass du nicht schreiben kannst. Oh! Wo ist sie denn? Ashes, ashes, we all fall down. Ist sie gerade in mir? Die war bei mir hier und hat hier gekniet. Also so auf allen Vieren so. Scheiße, ich hätte ein Foto machen können, ne? Ah, Mist. Aber ich muss mich korrigieren, ich habe gerade gesagt, wo die gesungen hat, Ashes, aber eigentlich singen die Tissue. Ich weiß nicht, wie ich auf Ashes gekommen bin. Es tut mir leid. Ich habe versagt, wie so oft im Leben. Und Frankfurt hat dann 2-0 gemacht gegen Astoria Waldorf. Warte mal, Waldorf, bist du da nicht auf die Schule gegangen, Dennis? Ich habe erstmal wieder den Strom angestellt hier. Haben wir hier im Keller irgendwie ein Weed? Oh, Ouija-Board, geil! Ah, die ist hier irgendwo! Auf! Bitte nicht! Steven, bitte sag mir jetzt nicht, dass du tot bist, bitte! Hast du dieses Spiel? Erstmal die Autoschlüssel eingesackt. Warst du das? Oh, I am alive. Du bist schreier. Bist. Warum ist dir immer wichtig, wie alt der Geist ist? Hoffst du insgeheim darauf, dass er minderjährig ist oder was? Nee. Ich hoffe nur, dass der antwortet. Bist du hier? Bist du ein Kind? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Sofort wird gefragt, ob ein Kind ist. Bist du hier? Das ist mittlerweile sehr offensichtlich, Dennis. Bist du hier, du Arsch? Warte mal, vielleicht hört er da auf. Bist du hier? Wie alt bist du? Schon fast 5. Das war eine Jagd! Ey, oh, 10%! Ja klar! Ja, ich komme wieder raus! Hilfe! Junge, das ist... Nee, das ist... Nee.
Peter Straffen. Der hat einen Straffen. Zum Glück heißt er nicht, er hat einen Steifen. Er hat Steifen gesagt. Hallo! Moin. Ja, habe ich gerade auch gehabt. Oh, nein! Nicht schon wieder! Guck, guck, du kleine Schlampe. Guck mal, wer da ist. Gestellt. Mama! Die haben doch nichts getan! Turn around! Gib uns ein Zeichen! Tell me what you see! Oi, Gewitter! Viele Fliegen! Eben, hier sind einige Fliegen dran, du! Upstairs, Junge! Upstairs ist er! Oben! In hast upstairs. Hast du das Ding da wieder ausgemacht? Was? Du musst das Ding auch wieder ausmachen, sonst geht die Sanity runter. Oh oh. Nee, nicht nochmal, nicht nochmal, nicht nochmal. Ich versteck mich hier bei dem Hasi. Nein! Ey, das gibt's doch nicht. Kannst du nicht an mich erzählen, oder? Bist du hier? Bist du hier? Ah! Boah, Alter, was hat für eine Stimme? Oh, da ist ein Ouija-Board. Nein. Steven, nein. Du hast jetzt Ouija-Board-Verbot. Bist du hier? Schreib übers Ouija Board, wo bist du? Bist du hier? Hallo, bist du hier? Geist. Was bist du für ein Geist? Wo bist du? Which type of ghost are you, my friend? Where are you? What ghost are you, my friend? Tell me something about yourself. Wir sollten das vielleicht lassen. Do you like Lothar Matthäus? Also der ist im Dining Room auf jeden Fall. Lauf. Der ist doch 100 pro wieder tot. Hallo? Oh, du lebst noch. Komm mal raus und nimm die Sanity Pill noch, die letzten. Oh, jetzt ist er weg. Also ich sehe hier nichts. Kann's aber nicht sein. Was habe ich denn da gerade hochgesehen dann? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich die Magensäure, seine Speiseröhre hoch, Alter, so wie ich es gerade angehört habe. Hat. Der ist auf jeden Fall hier irgendwo bei mir. Muss der doch dort sein, oder nicht? Wie hieß denn der? Eric Rook oder so. Schwer. Fühl mich von diesem Spiel verarscht.
Weil wie schnell geht die bei Sanity bei dir auf einmal runter? Vor allen Dingen, ich höre den nur so und ich stelle erstmal so ganz in Ruhe die Kamera auf. Ne, lauft immer weg, wenn ihr einen Geist seht. Macht's gut. Oder wenn ihr Dennis seht.